Geisterstein wollen nach Schriften aus den Ruinen erschaffen. Was? Dieses grüne Ding da? Der vorherrschenden Theorie nach repräsentierten die Geistersteine die Macht. Aber es kann sein, dass die Menschen der Antike kostbare Steine tauschten, was dem Beginn der Geldwirtschaft entspräche. Ich dachte, Geistersteine wären selten. Hier steht dann einfach so ein riesen Geisterstein oder was? Naja, nun gut. Ja, Macht bis hin zur Geldwirtschaft. So, können wir uns die Bücher auch durchlesen? In Ruinenassoziation wurde viel über Statuen gefunden, die weder Menschen noch Tiere darstellen. Ja, genau wie der Kollege da hinten oben rechts. Ja, im 16:9 Bildschirm. Habe ich das alles schon erwähnt? Das Spiel läuft in 16:9. Hurra! Schön. Noch eine Verbesserung. Gut, ja, wenn die Statue diesen Dingen naturgetreu wiedergegeben würde, das wäre fantastisch. Finde ich auch. Das Ding da ist weder Mensch noch Gott. Und hier ist ein Frosch. Den sollte man sich auch mal merken. Frosch und Sonne. Auf jeden Fall merken. In den Ruinen der Angelo-Zirbe sind mal Karten des neuen Kontinents gefunden. Dies gab der Theorie Nahrung, dass die Angelo hochentwickelt waren. Sehr interessant. Ob die auch GPS hatten? GPS? Gut, hier noch ein Buch. Andere Forscher glauben, dass die Flügel der Angelo-Zivilisation nur ein Traum waren. Wie können sie es ohne Prüfung sagen? Ich werde beweisen, und wenn ich alle Ruinen der Welt freilegen muss. Justin, das könnte ein bisschen aufwendig sein. Findest du nicht auch? Nun gut, reden wir mit unserem Freundchen, dem Kurator. Hi, Kurator. Oh, du kommst gerade richtig. Sieh mal, Justin. Tada, die neue Statue. Ihre Restaurierung ist abgeschlossen. Wow, die Statue eines Ikarias. Die Art habe ich noch nie gesehen. Naja, mal ganz davon abgesehen, dass das jetzt aussieht wie ein Vogelmensch oder halb Vogel, halb Mensch. Und da hinten ein Tyrannosaurus Ikarius. Oh Mann. Na gut. Als ich die Gala fragte, hieß es, sie sei in den Domruinen auf Valencia gefunden worden. Wow, die Domruinen, das sind die größten auf dem Kontinent von Valencia. Da möchte ich hin. Justin, Zeit, lass dir Zeit. Das glaube ich dir gerne, ganz sicher. Ja, was man sich erhofft, das ist man, Justin. Laut der Angelomythen verwendeten die Ikarier die Geistersteinkraft, um eine Traumwelt zu erschaffen. Von Wasserstädten und Schiffen, die zu Sternen reisten, wird berichtet. Dampfmaschinen, die ständig liefen. Das eingefrorene Geisterheiligtum. Das sollte man sich übrigens auch nochmal genau merken, das Geisterheiligtum. Ewige Priester, immun gegen das Altern. Und das ist, glaube ich, so eine leichte Anspielung auf Grandia 2. Nun gut. Seid ihr zwei jetzt fertig? Ja, Su, wir haben gerade nur ein paar Grandia-relevante Themen besprochen. Nun gut. Ja, und Su ist wie immer Su. Nun gut. Unabhängig von den Mythen zu betrachten, da müssen die Ikarier Könige von großer Macht gewesen sein. Ja, macht Sinn. Nun gut. Was ist denn jetzt mit unserem Geisterstein? Ja, verträumte Geschichten. Genau, wir sollten selbst recherchieren. Stimmt, ich bin heute einfach nicht in der Stimmung. Vielleicht ist doch alles wahr. Könnte doch sein, oder? Stimmt, Justin. Ich kann jedenfalls nicht beweisen, dass es unwahr wäre. Nun, du hast ja nur ein halbes Museum hier. Wieso willst du dann beweisen, dass es unwahr ist? Ich dachte, das spricht für die Wahrheit. Also, irgendwie... Kurator macht auch schon wieder einen Gegensatz hier. Naja. Herr mit unserem Geisterstein. Der hat eine ganz tolle Eigenschaft. Ich will sehen, ob die sie verändert haben. Dass er härter als Diamant ist, haben sie auf jeden Fall drin gelassen. Und ich glaube, der Soundeffekt wurde verkürzt. Der war im Original, glaube ich, länger. Naja. Ja, analysieren wir ihn doch. Und das kann ich auch sagen, das werden wir auch machen. Aber nicht jetzt, sondern später dann im Kampf.
Dekorator macht mir Hoffnung. Geheimnisse der Antike, aufgepasst. Hier kommt der Abenteurer Justin. Ja, aber vorher gucken wir uns unseren Geist der Geiststein an. Fehlt ein ST. Nun gut, Justins Andenken an seinen Vater. Er sagt uns jetzt nicht, was wir damit genau machen können. Das müssen wir dann im Kampf herausfinden. Im Redux-Mod war der sehr praktisch. Mal gucken, was er uns nochmal im Original beschert. Ja, mit seinem eigenen Icon. Schon sehr nett. Gut, gucken wir uns mal die Statue an. Die legendäre ikarische Statue entdeckt in den Domruinen. Ich kann es mir vorstellen. Justin weiß, dass die Domruinen die größten auf dem neuen Kontinent von Elentia sind. Natürlich weiß ich das. Ein Abenteurer muss eine ganze Menge wissen. Aber du weißt, die Geschichten anderer Abenteuer zu hören, macht überhaupt keinen Spaß. Elentia hat viele spannende Sachen für mich auf Lager. Ha, du wirst sehen. Eines Tages finde ich Angelo. Das hat bisher noch niemand geschafft. Justin, das auch nicht. Was machst du, Justin? Also, jetzt beruhige dich doch. Wir müssen das wohl reparieren. Kommst du, hilf mir. Justin, ja, als guter Abenteurer meintest du, man muss sich eine Menge merken. Komischerweise kannst du dir aber nicht merken, wie diese dusselige Statue ausgesehen hat, bevor du sie zerstört hast. Mal ganz ehrlich, ich glaube, dann kann das ja noch gar nicht mehr großartig chaotischer werden, oder? Ja, aber es ist 70%. Justin, die Statue hat gefühlt 4 Teile. Das sind mehr als 50, die falsch sind. Nach Mario Party Logik, würde ich mal behaupten. Bei Prüfungen reichen 70% zum Bestehen, oder? Aber er hat das System durchschaut. Das gefällt mir. Na gut. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, ob das Justin auch so im Original begründet hat. 70% reichen ja und so. Wobei das nicht 70% sind. Das sieht aus wie nicht gewollt und nicht gekonnt. Ach ja. Wer bist du eigentlich nochmal? In der alten Zeit symbolisierte der Geisterstein den Segen der Geister für Ikaria. Die Ikaria teilten den Segen des Geistersteins großzügigerweise mit den Menschen, die bald zum Wohlstand kamen. Doch als die Menschen sich noch mehr Reichtum wünschten, verdunkelte ihre Gier den Geisterstein. Später zerbrach der Stein in 7 Teile und Ikaria und Geister trennten sich. So endete dieses Zeitalter. Aber warum? Warum zerbrach der Stein in 7 Teile? Und warum trennten sich die Geister von den Ikariern? Rätsel, Rätsel, Rätsel. Ich habe mir alles gemerkt, jetzt kenne ich den Angelo-Mythos. Ja, du kennst aber nur die halbe Mythe. Warum willst du hier eingestellt werden? Also ich würde nicht gerne im Museum arbeiten. Mal ganz ehrlich. Es sei denn, es interessiert mich wirklich. Aber das hier... naja. Nicht so wirklich. Aber es ist eine fiktive Welt. Wenn es Magie und alles bei uns gäbe. Naja. So. Ah, hier ist es ja. Es war in meiner Tasche, wo irgendwie alles ist. Nun gut. Justin scheint auf jeden Fall sehr dicke mit dem Kurator zu sein. Ja. Jedenfalls, ich habe einen Knall gehört. Ist etwas passiert? Nein. Natürlich gar nichts. Deswegen macht Sue auch nicht diese komische Geste. Was machen wir jetzt, Sue? Sollen wir ihm die Wahrheit sagen? Vielleicht. Lass dir das einfallen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wenn wir sagen das, was Justin am besten kann. Ich habe die Statue kaputt gemacht. Justin, du bist ein Witzboy. Wenn du die Statue gemacht hast, die ich gerade repariert habe, würde mir das Herz brechen. Nun, nein, ich möchte das nochmal sagen. Wie bei Lili. Ich möchte ihn überzeugen. Nun gut, er glaubt's einfach. Er ist ganz schön abergläubisch. Naiv. Ja. Jedenfalls unser Geschenk. Empfehlung schreiben. Ja, Justin, auf geht's. Dein Traum wird Wirklichkeit.
Ist das nicht toll? Du hast doch immer gesagt, dass du zu den Syldruiden willst. Ja, die dein Großvater oder Vater gefunden hat. Oder Urusvater war es, meine ich, ne? Wir waren ja gerade da. Ich habe schon wieder Kurzzeichengedächtnis wie eine Möwe. Naja. Ja, der Karator sagt das so leicht. Wenn das mal auch so leicht wäre mit der Armee. Naja. Es tut der Jugend gut, sich Wissen anzueignen. Die Syldruiden liegen nordwestlich von Pan. Verwenden wir den Brief, um den ich dir gegeben habe, um hineinzukommen. Joa, das war der letzte Satz vom Kurator. Mehr hat er uns nicht zu sagen. Aber wir können uns noch was durchlesen. Als sich der Fischereihafen von Pan zum Tor des neuen Kontinents mauserte, führte die Dampfmaschinentechnik zu einem Aufschwung der Fabriken. Vor allem in der Joule-Fabrik und nicht, weil ich dort arbeite. Ich wette, er sagt das nur, weil er dort arbeitet. Die Entwicklung von Palm ist untrennbar mit der Präsenz der modernen Joule-Fabriken verknüpft. Ja. Und ich glaube, diese Joule-Fabriken gehören mit zur Generalbahn. Bin ich mir jetzt aber auch nicht ganz sicher, aber irgendwo stand das, meine ich, auch. Die Dampfmaschine, eine Erfindung der Menschheit, die unverzichtbar für Züge, Dampfmaschine, Dampfschiffe und Fabriken ist. Ja, eine riesige Bauernschachfigur. Rums. Die neueste Theorie zufolge könnte der Mensch fliegen, wenn er die richtigen Maschinen hätte. Eine Flugmaschine? Was soll das sein? Wäre toll, eine zu bauen. Da käme ich leicht in die neue Welt. Ja, Justin, Eile mit Weile. Es wird noch alles auf uns einfach nur so eingeschmettert kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die neue Geschichte von Palm. Ja. Alles wieder auf die Joule-Stiftung. Und so. Nun gut. Dann gehen wir mal zu den Syldruiden. Aber ich glaube, das machen wir im nächsten Part. Oder so. Schauen. Na, ich bin mir noch nicht so sicher. Ich glaube, das nehmen wir noch mit rein. Ich habe gerade einen Knall gehört. Ich frage mich, was das wohl war. Vielleicht Mäuse. Natürlich. Mäuse. Das waren riesige Mäusefallen. Na klar. Der Humor dieses Spiels entspricht ungefähr, weiß ich nicht, einfach nur meinem Humor. Nein, die Statue. Ich habe sie gerade repariert. Das gibt Ärger. Naja, Justin, nein. Wir können einfach, auch wenn er es jetzt so sagt, wir können doch nicht mal mehr zurückgehen. Das würde zum einen mal die Story stark beeinflussen. Sehr stark sogar. Wie alles auch im echten Leben. Und nein, wir können nicht, weil Su es uns nicht, sag ich mal, moralapostelisch erlaubt. Ja, du hast recht. Schlimm? Nein, das war nicht schlimm. Ich habe gerade gehört, wie der Karato geschrien hat. Du hast doch nichts angestellt, oder Justin? Nein, nein, die Statue ist nur ein wenig, sieht ein wenig anders aus. Ja, ein wenig. Hm? Gut, ich meine, viel mehr. Ja. Können wir jetzt auch erstmal nicht mehr machen. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Der Bahnhof. Stadt um 10 Jahre verzögert? Wie kann ein Bahnhof eine Stadt nur um 10 Jahre wirtschaftlich verzögern? Also wenn ich mal so an meinen nächstgelegenen Bahnhof denke, der, naja, ist die Müllhalde der Stadt eigentlich. Wenn ich das mal so sagen darf. Vor allem, der ist so alt wie die Stadt wahrscheinlich selbst. So, ja, gehen wir noch einmal ins Hushaus. Wobei, ich glaube, viel mehr können wir hier auch nicht machen. Bin mir gar nicht mehr so sicher. Hier ist auf jeden Fall Sus Zimmer. Jetzt haben wir das auch mal gesehen. Mit Sus Riesen Teddy. Halt, fass Betty nicht an. Betty macht gerade Winterschlaf. Lass sie einfach in Ruhe. Das ist ziemlich, sie ist ziemlich sorglos, genau wie Goose.
Ach, wir haben gar nicht mit Goose geredet, ne? Der hat immerhin auch ein eigenes Bild. Das sollten wir noch nachholen. Ja, Justin. Es könnte dauern. Ah, das ist der Kaffee. Wir können Leute bloß dieses bittere Zeug trinken. Angeblich wissen Kinder den Geschmack von Kaffee nicht zu schätzen. Justin, du bist immer noch ein Kind. Was, warum hast du Kaffee in deinem Zimmer? So, schätzt du etwa den Geschmack von Kaffee? Das muss mein Onkel gewesen sein. Wenn er hinter dem Rücken meiner Tante trinkt, dann immer in meinem Zimmer. Ja. Punkt 1. Ich finde es interessant. Boah, Schluck auf. Ich finde es interessant, dass sie in dem Spiel immer noch bei Kaffee geblieben sind. Ich meine, ganz ehrlich, guckt euch diese Flaschen an. Solche Kaffeeflaschen oder Kaffeekannen oder was auch immer, kenne ich nicht. Ich denke mal, sie haben es einfach, also im Japanischen ist das wohl gang und gäbe, dass das da nicht so problematisch mit Alkohol in Medien ist, aber hier wurde es immer noch auf Kaffee belassen. Sehr interessant. Ja, ja, Sus Tante und Onkel, denn Sus Eltern sind ja leider nicht mehr, wie soll man das sagen, da. Auf dem Foto kann man sie vielleicht sehen, ist jetzt nur schwierig auszumachen, wer davon Sue sein soll. Das können wir auch gar nicht weiter mit interagieren, sehr schade eigentlich. Aber Hauptsache mit dem Wäscheständer. Gut, meine Güte, das ist der Justin, dass du dich um Sue kümmerst, hilft uns immer wieder. Ich mache mir Sorgen, dass Sue vielleicht todtraurig wird, nachdem ihre Eltern gestorben sind. Mit euch beiden, Onkel und Tante, werde ich bestimmt nicht traurig. Ich bin härter nehmen als Justin. Sue, da hast du wohl recht. Ich weiß was. Lass mich bitte für dich kochen. Schließlich kümmerst du dich ständig um Sue. Mach dir keine Sorgen deswegen. Sue ist sehr verlässlich. Also ist es mehr sie, die sich um mich kümmert. Hey Justin, danke, dass du immer mit Sue spielst. Ich spiele doch einfach nur. Es ist nicht nötig, mir zu danken. Aber Sue ist immer bei dir zu Abend. Das muss Lini belasten. Ich bin oft recht ungehobelt, deshalb ist Mama froh, wenn sie vorbeikommt. Sie ist wie eine Tochter für sie. Und jetzt hör mal zu, Sue. Mach doch bitte Justin nicht allzu große Schwierigkeiten. Okay, ich verstehe. Eigentlich ist es eher Justin, der Sue in Schwierigkeiten bringt, nicht wahr? Ja, ich denke mal, wir können schon auf uns beide sorgen. Gut. Ja, dann können wir jetzt, denke ich mal, auf zu den Sylt-Ruinen. Wenn wir denn nichts weiter vorhaben. Ich gehe nochmal zu meinem Finder. Denn ich weiß nicht, wann er uns hier unser, präsent gibt. Ich meine, das ist aber auch erst sehr viel später. Nun gut, es gibt jedenfalls noch irgendjemand, mit dem ich hier sprechen wollte. Ich weiß ja nicht mal, wer es genau war. Das hier ist der Gemischtwarenladen von Palm. Das ist Sus Haus. Das ist Haus 1. Irgendwo gibt es noch diesen einen Mann. Hallo Justin, Sue, seid ihr heute wieder unterwegs? Auf jeden Fall. Mit unserer Haarschleife Puffy natürlich. Wenn das Puffy so findet, lassen wir das Puffy so finden. Gut, wo ist jetzt dieser alte Mann? Ich denke mal, alle Veteranen wissen, wen ich meine. Wo war der nochmal? Wir müssen nur das richtige Haus finden. Nur das richtige Haus. So, Richtung Mana-Straße. Genau, da müssen wir auch gleich hin. Irgendwie konnten wir auch... Nein, nicht Plus. Ich meine, genau mit Minus können wir die große Karte aufrufen in der Stadt. Aber welches vermaledeite Haus war das, wo wir diesen alten Mann finden? Was mache ich jetzt zu? Ich werde vermutlich wegziehen. Das ist nicht gut. Das ist nie gut.